Ja, und herzlich willkommen zu diesem neuen Unity 3D Tutorial. In diesem Teil werden wir das Player-Skript hier ein bisschen modifizieren. Na? Ich habe Mono Develop schon geöffnet, deshalb wird das jetzt nicht angezeigt, aber ich habe es mal hier größer gemacht. Und zwar insofern, dass wir hier jetzt eine Variable erstellen werden, die die Lebenspunkte des Spielers anzeigt. Und ja, diese werden wir dann über einen Input ja, verändern. Also wir werden uns ein bisschen mit der Input-Klasse noch mehr beschäftigen. Da wir im Moment noch keine Gegner haben und wir schon jetzt so langsam dahin kommen wollen, dass wir einen Game Over programmieren können, beziehungsweise Schaden. Fangen wir zunächst einmal an, indem wir hier eine entsprechende Variable erstellen. Und die soll öffentlich sein. Public float. Und wir nennen sie einfach mal help. Und standardmäßig soll der Spieler 100 Lebenspunkte haben. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir diese Variable statisch machen oder eben ja, so normal als normale, als normales Feld eben ja, belassen. Genau, das kann man halt machen, wie man will. Ich würde vielleicht sogar empfehlen, das Ganze statisch zu machen, damit man eben immer ja, die Möglichkeit hat, eben auf diese Variable zuzugreifen. Was man auch machen könnte, ist, dass man jetzt eben eine Eigenschaft vom Typ Player erstellt, die dann eben den aktuellen Spieler eben beinhaltet und dann über diese die Health eben ja, manipulieren kann. Allerdings denke ich, dass es hier alleine wegen des Schreibaufwandes intelligenter ist, diese Eigenschaft hier static zu machen. Andererseits, wenn wir das Ganze jetzt mal abspeichern, können wir so die Eigenschaft hier nicht mehr manipulieren innerhalb unseres Inspektorfensters. Deshalb nehmen wir einfach mal diesen Schreibaufwand in Kauf und lassen das Static hier weg, damit wir eben auch hier direkt, falls wir dem Spieler zu Debug-Zwecken eben weniger Leben geben wollen, hier das direkt manipulieren können. Gut, jetzt haben wir eben hier unsere Health drin, unsere Leben als öffentliche Variable des Spielers und ja. Jetzt wollen wir diese Variable eben über einen Tastendruck, über den Tastendruck auf die Enter-Taste manipulieren. Das heißt, wir wollen zu Testzwecken jetzt erstmal über die Enter-Taste dem Spieler Schaden hinzufügen. Da das jetzt ja nur zu Debug-Zwecken ist, könnte man jetzt hier direkt hingehen und einen fixen Wert nehmen an Schaden. Allerdings möchte ich hierfür jetzt auch eine Variable anlegen. Typ Float. Debug Damage. Die soll einfach mal 10 betragen hier. Die können wir dann auch manipulieren. Gut. Wir könnten jetzt diese beiden Variablen auch vom Typ Int sein lassen, beziehungsweise als Integer festlegen. So haben wir aber noch ein bisschen mehr die Möglichkeit, hier so ein bisschen genauer die Lebenspunkte zu justieren, beziehungsweise den Schaden. Gut, muss man halt machen, kann man halt machen, wie man will. Genau. Jetzt kommen wir hier zu der Methode Update. Und wir erstellen uns eine Methode Debug. Die soll privat sein. Das ist eben nur, um wieder ein bisschen Code hier aus dieser Update-Methode rauszulagern. Die nenne ich, wie gesagt, Debug. Und wir sehen, Debug wird hier direkt als Eigenname erkannt. Das soll uns hier jetzt aber nicht stören. Wir könnten das Debug Player nennen, aber das ist ja eben nur eine Methode. Wir haben hier eben nicht standardmäßig diese Methode Player. Können wir das hier versuchen, das Ganze nochmal ein bisschen zu überprüfen, ob es hier wirklich diese Debug-Methode schon gibt. Dazu erzeugen, sagen wir einfach Player p gleich new Player. Oder wir verwenden eben nur diesen Ausdruck New Player und gucken eben über einen Punkt und die Auto, diese Vorschläge hier, ob es eben schon diese Methode Debug gibt. Und wir sehen eben keine Debug-Methode, deshalb können wir hier diese Methode problemlos anlegen. Genau. Und hier wird jetzt eben unser ganzer Debug-Code ausgeführt. Das Ganze
Das soll vor allem hier geschehen in dieser Update-Methode. Debug. So. Das sollte jetzt auch keinen Fehler hier geben. Vielleicht eine Warnung, dass das Ganze eben doppeldeutig ist. Aber es sollte hier eigentlich automatisch erkannt werden, dass eben hier diese Methode gemeint ist. Damit das Ganze noch ein bisschen genauer wird, sagen wir this.debug, damit wir eben hier ja, die Möglichkeit haben, damit wir hier wirklich genau sehen, es handelt sich hier nicht um die Debug-Klasse, sondern um die Methode Debug, die eben vom Spieler, von der Spielerklasse zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt können wir hier in diese Debug-Methode gehen und eben den Code schreiben, der eben nur beim Debugging ausgeführt werden soll. Wir sehen jetzt, dass wir hier dadurch, dass wir hier diese Update-Methode, dieses Debug geschrieben haben, können wir das Ganze entweder durch den Präprozessor ein bisschen verändern, aber das ist ein Thema, was eben was wir jetzt hier in diese, was sehr weitläufig ist und wir hier in dieser Tutorial-Reihe nicht einbringen wollen in unser Spiel. Wir sagen, können jetzt einfach sagen, wenn wir unser Spiel veröffentlichen, dass diese Debug-Methode eben auskommentiert werden soll. Fertig. Und dann wird hier eben dieser ganze Debug-Content eben nicht ausgeführt. Dann müssen wir nicht extra eine Methode löschen. Und jetzt sagen wir diese Debug-Methode if input. Wir wollen auf die Input-Klasse zugreifen, um eben unserem Spieler Schaden zu fügen, nämlich der Input der Space-Taste. Und dann sagen wir getKey. So, und jetzt müssen wir hier eben einen Keycode angeben. Das heißt, wenn ein Key gedrückt wird, der den entsprechenden Keycode hat, den wir hier als Parameter eingeben können, dann können wir Code ausführen mit dieser if-Anweisung der Fallunterscheidung. Und ja, der Keycode, der gedrückt werden soll, können wir herausfinden, indem wir diese Keycode-Klasse anwählen und hier dann eben uns über einen Punkt den statischen Keycode eben raussuchen und wir wollen Keycode.space haben. Und falls das der Fall sein sollte, dann sagen wir health minus gleich debug damage. So. Jetzt könnten wir hier noch eine weitere Methode hinschreiben, die eben sich um unseren health-Status kümmert. Und das wollen wir auch machen. Diese Methode soll ebenfalls nach Debug, aber vor der Move-Methode ausgeführt werden. Die nennen wir einfach mal Check Health. So. Ich gehe hier mal der Reihenfolge nach und setze die hier auch über die Move-Methode. Check Health. So. Wir müssen natürlich auch hier darauf achten, dass das Ganze ist case-sensitive, das heißt, wir müssen auf Groß- und Kleinschreibung achten. Das muss hier schon mit diesem Namen hier oben übereinstimmen, sonst wird ein ungültiger Aufruf ausgelöst. So, und in dieser Methode kümmern wir uns jetzt halt um die Lebenspunkte. Das heißt, if health kleiner gleich 0, das heißt, wenn unser Spieler keine Lebenspunkte mehr übrig hat, dann sagen wir debug.log. Ja. Debug.log. Und zwar du bist gestorben. So. Wir speichern das Ganze ab. Gehen zurück in Unity. Und wir bekommen hier einen Fehler. Methodengruppe. Und dieser Fehler hängt eben damit zusammen, dass wir hier unten diese Methode Debug erstellt haben. Und deshalb sollten wir die jetzt am besten umbenennen in Debug Class oder so, oder Debug Class oder Debug Player direkt. Das ist dann immer sicherer. Und hier oben auf der This Debug Player, um das Ganze eben nochmal deutlicher zu machen. Wir sehen also, dass es hier schon Probleme geben kann, wenn wir eben hier Namen doppeldeutig verwenden.
Wenn wir das Ganze abgeben, wir nochmal hier in den Editor und wir sehen, der Fehler ist verschwunden. Filmen wir das Ganze mal raus und gucken, was passiert. Wir sehen hier unseren Spieler, den wir bewegen können. Und drücken hier ein paar Mal auf die Enter-Taste und wir sehen, wir sind gestorben. Das waren jetzt aber noch keine 10 Mal, die wir hier drauf gedrückt haben. Sondern ich drücke einmal, ich drücke zweimal, ich drücke dreimal und ich bin gestorben. Woran liegt das? Das liegt hier an der Methode GetKey. Denn die Methode GetKey berücksichtigt jetzt nicht nur, dass wir eben den Key oder die Taste gedrückt haben, sondern auch wenn wir die Taste gedrückt halten, wird GetKey aufgerufen. Um jetzt hier das Ganze zu verändern, müssen wir GetKeyDown benutzen. Diese Taste bzw. diese Methode verwendet eben nur die Taste, die gerade gedrückt wird und nicht die kontinuierlich gedrückt gehaltene Taste. Das Ganze ist gespeichert, ich gehe zurück in den Editor, führe es aus, drücke einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal und zehnmal. Und wir sehen, jetzt bin ich erst gestorben. Ich führe das Ganze normal aus, zeige das nochmal. Halte Enter gedrückt und es passiert nichts. So, wir sehen, so funktioniert es. Es ist also, dass wir unserem Spieler selbst erstmal zu Debug-Zwecken schaden können. Im nächsten Tutorial wird es dann darum gehen, wie wir hier wirklich Interaktion reinbringen. Zum Beispiel, dass wir hier einen Overlay über diesen Bildschirm rüberlegen, dass dann der Bildschirm irgendwie rot wird oder so, wenn wir getroffen werden. Bis jetzt ging es erstmal nur um die Debug-Zwecke und um das Anlegen dieser entsprechenden Variablen und Methoden. Ich hoffe, euch hat das Tutorial bis hierhin gefallen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.